präsentiert wird: Der Film des Jahres. Nein, der Film des Jahrzehnts. Nein, des Jahrhunderts. Der Trashfilm aller Trashfilme. Produziert vom P-Seminar 2018 des PKK Gersthofen. Bei dem Versuch, eine andere Art von Superheldenfilm zu kreieren, ist ein Meisterwerk des Trashs entstanden. Sehen Sie jetzt, wie der Bösewicht Herr Neiber komplett Gersthofen zerstört, indem er mit Hilfe von Kartonkarten die Gesetze der Physik außer Kraft setzt und so für Chaos und Zerstörung sorgt. Hallo Schatz, freue mich schon voll auf dich und den heutigen Abend. Habe sogar eine Überraschung dabei für dich. Was? Dein Hamster ist gestorben? Na klar, kann ich dich verstehen. Das muss ja ein Riesenschock für dich gewesen sein. Ja, dann sehen wir uns wohl leider ein anderes Mal. Schau mal, Schatz, wie schnell die Blätter alle abgefallen sind. Ja, und die sind plötzlich total gelb. Was? Du betrügst mich? Sorry, Bro. Komm mit. Was machen die denn da? Mal schauen, ob die Hilfe braucht. Also, Spider-Man ist ein guter Freund von Venom. Deswegen will er ihm und dieser blöden der Frau zeigen, dass man sich in dieser Stadt nicht mit Superhelden anlegen sollte. Scheinbar treibt ein neuer Bösewicht in unserer geliebten Stadt sein Unwesen. Zeugen haben gesehen, wie Hulk von einem Unbekannten im Zuckerschnuten attackiert und besiegt wurde. Oh Scheiße, ihr Pisser! Was ist da mit meinem Bro Hulk los? Lass mal nachschauen gehen. Und schon wieder ein neuer Bürgermeisterkandidat, der gegen mich antreten möchte. Das ärgert mich. Das regt mich auf. Nicht schon wieder. Immer diese Bürgermeisterwahl. Ich kann's nicht mehr hören. Oh Mann.
kann nicht mehr. Mein Name ist Barry Allen und ich bin der schnellste Mensch der Welt. Für die Außenwelt bin... Barry! Was? Ich halte gerade meinen Monolog für die heutige Folge. Ja, aber da ist etwas, was du dir sofort anschauen musst. Es ist ein Portal in eine andere Dimension, aber ich kann nicht erkennen, welches Universum das ist. Cisco? Wo bin ich hier gelandet? Cisco? Keine Reaktion. Oh, da ist jemand in Gefahr. Spider-Man. Ich habe alle deine Comics gelesen. Ich bin dein größter Fan. Was für Comics? Danke. Du bist wirklich von der Spinne gebissen worden? Ja, klar. Und ja. Bei dir? Blitzschlag und so? Ja, also das mit der Teilchenbeschleuniger und so. Ist ein bisschen hey! Ich bin ein auserwählter Physikkenner. Du dagegen nur ein dreckiger Hartz-IV-Penner. Deine Rhymes sind unter aller Sau wie Schweinebänger. Pass auf, bevor ich deine Kleine schwänge. Deine Mutter ist so hässlich, da bricht man nur ein, um die Vorhänge zuzuziehen. Boah, jetzt reicht's. Den mach ich fertig. War das schon alles, Barry? Oder sollte ich besser sagen, Larry? Oh, der war gut. Schnell, lauf zum Portal und hol Verstärkung. Das schaffst du nicht alleine, Larry. Ich meine, Barry. Was? Die haben mich nicht zum Bürgermeister gewählt, obwohl mich Andreas Schmid Logistik so tatkräftig finanziell unterstützt hat. Das werden die Bürger bereuen. Wenn die dachten, dass Rhymes bitten und Freundinnen ausspannen das Einzige ist, was ich kann, dann haben sie sich geschnitten. Jetzt kommt Plan B. Zerstörung. Hey, danke Flash, dass du mich aus dem anderen Universum hierher geholt hast. Daheim kann ich einfach keinen Urlaub machen bei den ganzen Bösewichten, die mich daheim einfach umlegen wollen. Ja, kein Stress. Aber dieses Universum ist leider auch nicht ganz ruhig. Denn es gibt hier einen Bösewicht namens Herrn Leiber. Er treibt hier sein Chaos und es haben schon etliche Helden gegen ihn verloren. Was? Dann wird es Zeit für einen Superhelden. Was soll denn das? Du kannst ihn doch nicht einfach gewinnen lassen. Warum nicht, Batman? Also musst du noch ein bisschen was trainieren? Komm mal mit, wir helfen dir. Okay. Komm weg. Ja. Hä? Wo? Arschloch, ist er jetzt hin? Was ist denn mit dir denn los? Wie unhöflich. Oh, tut mir leid, ich hab's Tourette-Syndrom. Können Sie mir sagen, wo der lila Typ hin ist? Der und die anderen Superhelden sind in der örtlichen Universität. So, ihr Mann!
euren Superkräften besiegt werden leider nie. Wir machen es auf meine Weise. Macht jetzt mit! So, warte, stehen wir erstmal auf. So, dann wünsche ich euch erstmal einen schönen guten Morgen. Morgen, Herr Keller. Ja, und jetzt bitte Platz. Ich habe gehört, ihr habt großen Nachholbedarf, was das Gravitationsgesetz von Newton angeht. Ja, dem wollen wir jetzt auch helfen. Ja? Jetzt besprechen wir heute mal dieses Gravitationsgesetz von Newton. Geht vielleicht die Geschichte, den Hintergrund, Newton saß im Apfelbaum, ihm ist der Apfel auf den Kopf gefallen und hat sich da sehr Gedanken darüber gemacht und hat sich da bei dieser Gelegenheit auf die Anziehung von Massen gekommen.
zweiter Tag. Anderer Hintergrund, Kepler hat Planetenbahnen beschrieben gehabt, hat gar nicht gewusst, warum seine Gesetze stimmen. Dritter Tag. Dieses Gravitationsgesetz gilt für alle Massen. Vierter Tag. Im Gegensatz. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Sorry, ging nicht schneller. Ich habe die Stadt voll unter Kontrolle. Habt ihr den Mut, euch mir zu stellen? Dann kommt zur Halle der Entscheidung. Ich warte auf euch. Leute, so unsere Chance, jetzt können wir ihn schlagen. Kommt! Hand drauf! Auf drei! Eins, zwei, drei! Avenger League! Na, wer von euch traut sich als erstes gegen mich anzutreten? Ausschlag! Mal schauen, ob du damit aufhörst.
Was? Ihr seid immer noch hier? Ist das euer Ernst? Das ist ein Schülerfilm. Denkt ihr wirklich, wir haben das Geld für eine Post-Credit-Scene? Also, oh, die Jugend von heute. Kommt, auf geht's. Abspann. Urlaub machen, weil daheim geht das gar nicht. Die ganzen Bösewichte wollen mich ja daheim auch flach umlegen. Zu spät. Hä? Wo? Ach, ist er jetzt hin? So, oder? Ja. Wohin denn? Ja, das Trainingslager. Genau. Ja. 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 Ja.